schöne Momente auf Madeira. Madeira ist wirklich so schön. Madeira ist so fucking schön. Aber man muss ja dazu sagen, Madeira ist auch extrem langweilig mit der Zeit. Würden da nicht so geile Leute wohnen wie Reefed? Dann wäre Madeira nicht Madeira, sondern einfach nur eine Insel mitten im Atlantik. Oh mein Gott! Was läuft da? Digga, habt ihr schon mal... Guckt euch diesen Mann an! Oh, ich hab mal... Oh, guck mal, seht ihr das? Das ist mein... Digga, guck mal. Es war wirklich spontan. Schöne Momente auf Madeira. Es war aber ein sehr guter Schuss. Es war ein sehr guter Schuss, Digga. Es war ein sehr guter Schuss. Ja. Oh mein Gott! Das war ein sehr guter Schuss? Das ist deine Hosentasche. Das ist mein Pimmel. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Wer würde eher fremdgehen? Nummer 7, danke. 3, 2, 1. Spread it across the country. Auf jeden Fall. And we go back. Chillig, Digga. Chillig. This is the moment. Zeig mir, dass du... Hä, hey, was sind das? Sind das Fliegen am Boden? ...alt geworden bist, ohne zu sagen, dass du alt geworden bist. Dann zeig mal hier, du Rentner. Hä? Ah, guck mal da, Digga. Wie Trimax vs. Mickey laufen wird. Guck mal, wie sie taktieren. Ja! Ab denn sind wir volle los? Wasser ist volle los. Hey, Bro, wolltest du gerade ein Schiff los? Sehr entspannt, Digga, sehr entspannt. Rein. Der neue Stern am Livestream-Himmel. Ey, Memo traut sich nicht, reinzukommen. Memo, komm noch. Moin, Leute. Wir sind nervös, wir wollen ein paar Fragen beantworten. Chillig, Digga, wie der ein Viewerhost sein Face verdeckt. Wir wollen euch besser kennenlernen. Aber das stört doch, was ist immer auf mein Gesicht da? Du wurdest gehostet, Bro. Das her? Boah, schreib dich so schnell, Mann, ich komme nicht hinterher. Ich kann euch sagen, das ist 100% Memo. Ein Viewer, he crazy. Nacheinander, nicht alle auf einmal, Mann. 100% Memo. Mach deine Stimme lauter, oha. Wie das denn? Stellt euch nicht so an, Hauptsache ihr hört, macht bei euch da lauter, Mann. Das ist doch seine Freundin, oder? Ich finde es überkrass, wie sie einfach alles für ihn so managemäßig. So, sie stellt seinen Chat an und sowas, stellt sein Setup und sowas an. Finde ich übersüß. Finde ich übertrieben süß. Das ist seine Tochter. Deine Adoptivtochter. Nicht seine Freundin. Seine Tochter, habe ich ja gesagt. Adoptivtochter. Genau. Wenn man jetzt böse wäre, würde man sagen, das eine schließt das andere nicht aus, weil adoptiert. Aber das machen wir nicht, das sagen wir nicht. Deshalb, aber trotzdem cool, dass sie sich so gut kümmert. Oh, das ist doch nicht Haram, Leute. Was erzählt ihr da, Mann? Ihr macht bald alles Haram, Mann. Das ist meine Lieblingsszene von Sascha. Ich weiß noch nicht, Chemie sollte eine 50. Ja, das geht nicht. Da habe ich gesagt, hallo, ich brauche eine 3, sonst kriegen wir einen Realabschluss nicht. Memo, können wir dir nicht geben. Ich sage, muss, geht nicht anders. Ja, mach mal deine Mappe neu. Dann habe ich einen Freund gegeben, habe gesagt, mach mal meine Mappe neu. Dann haben sie gesagt, hier, hast du eine 3. Der Bruder hat das Schulsystem mies gedribbelt. Donation. Schreib mal nicht Englisch, schreib mal Deutsch, Mann. Donation ist halt, also Spende, so Geld. Ach so, ich hatte 5-6 Jahre in der Schule Englisch, ich kann kein Wort. Er hat das Schulsystem wirklich verarscht. Wie verständigst du dich dann auf Malta? Marcel ist doch da. And my buddy Memo on the other side. Perfekt, Digga, perfekt, perfekt, perfekt. Maybe einfach Gebärdensprache. Ich hab meinen Realschulabschluss. Ich auch. Aber kann trotzdem nicht lesen und schreiben. Schulministerium, der Typ hat euch gefickt. Wie alt bist du? Was denkt ihr denn? Oh, 10. Wahrscheinlich 10. Mein Pass steht vor mir 50. Alter ist egal, Mann. Alter spielt keine Rolle. Alter ist unnötig. Mann, Alter, what the fuck? Wie krank, das ist seine Tochter. Hugo, was stimmt nicht mit dir? Wie kann man sowas denken? Du ekelhafter Hugo, du widerst mich an. Also Hugo. Ich glaube, das liegt halt auch viel mit der Internetwelt zusammen. So, man sieht die Ideale im Internet, wobei das alles mit Filter gemacht ist und was weiß ich. Und dann suchen sich irgendwelche jungen Mädchen gerade, sehen so, oha, die ist ja voll hübsch und wollen dann auch ihre, keine Ahnung, im Gesicht was verändern und so. Was, Bruder? Ich will mir was trinken. Ciao, ich bin raus.
Was ist Natalie für eine Nationalität? Ich weiß ja auch nicht. Mischling. Ich bin Kroate. Mischling. Nein. Greifen Sie den Hafen von Pearl Harbor an. Wollte gerade sagen, Paul Harbor. Paul Harbor. So sollen die Villager bei mir im Minecraft Texture Pack aussehen. Endlich ein Stream mit dem Freestyle King und Finch ist sogar auch mit dabei. Oh. Ist das Bild bearbeitet? Sieht ganz normal aus, oder? Du, du verdammter! Ja! Der geht, komm, gehen, geh ja. Da rein und dreh Passpins. Weisheiten mit dem Rentner. Noch nie so schnell wurde ein Lächeln aus einem Gesicht gewischt. Hä? Wieso hängt ein Bild vom Jody im Hintergrund? Hä? Ist das ein Bild von Jody? Nee, oder? Aber es sieht ein bisschen so aus, oder? Die sind zusammen? Nee, findet ihr nicht? Ja, ihr... Nee? Ja, komm, dann scheiß drauf, dann halt nicht. Mund des iPhone mit 2 Digi, fass mich nochmal an, nachdem du am Schwanz gespielt hast. Castingboot, zwei mich Junge. Dicker! Das ist schön, Chat. Und dann. Ja. Wer ist die und wer ist die? Und wo, also kam, also. Moin! Ach, das ist Gia! Ja, stimmt, das ist Gia. Okay, Gia kenne ich. Servus. Vor allem Cherry kenne ich nicht, Gia kenne ich, obviously. Wie ihr da steht, ne? Ach du Scheiße. Hey, warte mal. Ich hab Gia gar nicht erkannt, what the fuck. Boah, Digga, der hat so ein richtiges Reinschlaggesicht. Den würde ich so gern in die Fresse hauen. Ist das Gigant? Oh, ein Gigant hier. Ist das Sinanji? Amma kämpft mit geprellter Rippe gegen Wieland. Wenn du da triffst, kann brechen. Wenn du da triffst, kann brechen. Dann weiß ich ja, wie ich gewinne. Oh nein. Jetzt noch schön einen auf den Hinterkopf. Das Ventil für Aggressionen und Hass. Wird so aggressiv, dass seine eigene Mutter Angst vor ihm hat. Als Strafe für sein unsportliches Verhalten wurde Wieland nun verdonnert, gegen die wilde Bestie zu kämpfen. Wie Wieland einfach so einen kompletten Ganzkörper-Knorpelanzug anhat, Digga, damit er nicht auf die Fresse bekommt. Meanwhile Trimax einfach wirklich nackt mit Bärenfaust in den Ring steigt und ihm einfach wirklich die Nase doppelt und dreifach bricht, Junge. What the fuck? Der Typ hat einfach drei Matratzen an und Max schämmert, ballert einfach mit seiner Pranke da durch. Oh. Bereit? Ja. Ey, Bruder, was ist das? Umwelt dankt er nicht für den Private Jet, Monte. Punkt, Punkt, Punkt. Du, soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Juckt mich überhaupt nicht. Hat Monte sich einen Private Jet gekauft? Wie Knossi heute badet. Und wie er früher gebadet hat. Welcome to Bristol, I'm in the party with Barbies and Trillis. Ach ja. Ich bin so dumm. Ich hab Knossi gefragt. Warte, ich hab Knossi geschrieben. Warte. Jens, ist das deine neue Freundin oder hat die nur andere Haare oder bin ich verwirrt? Und er schreibt, ja, schon länger. Sie hat andere Haare. Ich hab sie nicht erkannt. Ich hab seine Freundin nicht erkannt. Sie hat sich die Haare gefärbt. Ich dachte, er hätte schon wieder neue gehabt. Das neue Influencer-Traumpaar. No joke, die beiden sind wirklich süß. Ah, nee, doch nicht. Wie die so sein ist. Sag's ihm.
Ist das nicht ein süßes Bild, oder? So. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Ich finde es sogar sympathischer, wenn eine Frau sagt, ey, ich will das und das erreichen und ich will das und das, die ihr Ziel verfolgt, worauf sie Bock hat. So geschnitten oder nicht? So nämlich. Keine Ahnung. War's besser. Brian, danke, Kuss. Komm, dann essen wir alle. Ja. Also, ein Teil von mir ist schon aufgestanden. Moin. Was? Ich auf, Rivas Tasman! Junge, what the fuck? Nico kann einfach zaubern. Guck mal, ich hab hier so einen Stressball. Ist an. Bäh, das kommt da schon. Bäh! Einfach, Digga, einfach. Einfach, wenn man. Dieser Moment, wenn du vier Wochen nicht gewichst hast und dann. Stressball. Ist an. Bäh, das kommt da schon. Bäh! So ein Ding nämlich. Schöne Knossi-Moment, es dreht aus dem Camp. Oh, pass auf jetzt hier. Oh. Was ist das denn für ein Bug? Was ist das? Boah, das stinkt. What the fuck is that shit? Ach du Scheiße, Digga, den hast du komplett zerlegt. Gerade war die Sonne so. Und die Sonne hat so richtig auf Kylos Arsch geschienen. Mhm. Und dann gucke ich so und denk so, boah, ich wusste gar nicht, dass Kylo so ein rotes Arschloch hat, also Poloch. Entspannte Fragerunde mit Memo. Hast du keine Wohnung in Buxtehude? Hab ich mal. Sorry, dass ich gefragt habe. Magst du Fenerbach? Nö. Bist du Veganer? Nö. Nö. Wenn ich kein Fleisch esse, werde ich nicht satt. Wie viel kostet dein Döner? Ich hab keinen Döner, Mann. Nein. Das regt mich so auf, ey. Chillig, Digga. Memo, wer ist besser, du oder Monte? Ich. Halt einfach dein Maul. Läuft Sport. Ah, zurzeit nichts. Ich sag dir, Marcel hat immer so eine Phase, dann hat er Bock. Und dann auch mal, jalla, keine Lust. Und dann machen wir irgendwie Pause. Ist so, Digi. Was sagen du und Monte, wenn ihr eine Frau seht? Oh. Darf ich Praktikum bei dir machen? Ja? Nee, ich nehme keine Praktikanten. Memo One, heirat. Keiner will mich haben, Mann. Für ewig solo. Scheiß drauf. Ein Bruder im Geiste. Ja, okay, scheiß drauf.